Die Atomkatastrophe von Fukushima ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Für die Menschen in Japan bleibt sie bedrohlich. Jetzt sorgen Bilder aus dem verunglückten Meiler für Aufsehen. Selbst die Regierung ist überrascht. Ein Fotograf, getarnt als Arbeiter, hat die Aufnahmen heimlich gemacht. Sie rauchen, essen und schlafen. Viele ohne Schutzmaske, die Arbeiter in der Reaktorruine. Und das bei einer Strahlung von bis zu 18 Mikrosievert pro Stunde. Zum Vergleich, die durchschnittliche Strahlung in Deutschland beträgt bis zu 0,2 Mikrosievert. Es sind Bilder aus dem havarierten Meiler, heimlich aufgenommen von ihm, Kazuma Obara. Als Arbeiter getarnt verbrachte er 6 Stunden in dem AKW. Ich war bereits geschockt, als ich den Schutzraum betrat, der als erdbebensicher und strahlungsfrei gilt. Bei meinem Geigerzähler ertönte sofort das Alarmsignal. Da wusste ich, die Strahlung hier ist gefährlich hoch. Es sind die Arbeitsbedingungen, die ihn erschrecken. Er spricht von Menschen, die erschöpft in Ohnmacht fallen, Arbeitern, die auf ihn wirken, als wüssten sie nicht, was sie tun. Ich habe viele Arbeiter genau dort gesehen, wo kurz zuvor eine Strahlung von 10 Sievert pro Stunde gemessen wurde. Mir wurde klar, dass TEPCO Informationen bewusst zurückhält. Aber unsere Regierung müsste TEPCO dazu zwingen, wenigstens das zu sagen, was die Sicherheit der Arbeiter und der Menschen draußen betrifft. Die Regierung hatte bis dato immer beteuert, dass sie von TEPCO über alles informiert würde. Doch als wir sie erstmals mit diesen Bildern konfrontieren, räumt der Sprecher Versäumnisse ein. Nun, wir möchten gerne weiter aufmerksam sein, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und wenn es da Dinge gibt, wie Sie sie mir gezeigt haben, dann muss die Regierung das wohl ansprechen. Dies ist Kazuma Obaras letztes Bild. Gib nie auf, Fukushima, hat ein Arbeiter an die Wand gesprüht.